Es sind zwei junge Künstlerinnen, beide eigentlich aus der Region, die Julia Schäfer momentan in New York und die konnte nicht kommen. Und dann die Michelle Degen, auch aus der Region, die wäre eigentlich in Wien und die konnte nicht nach Wien zurück. Und die haben wir eingeladen, um da eine räumliche Installation zu machen, die eigentlich den ganzen Raum neu definiert. Und die haben das so toll gelöst, dass man sagen kann, sie haben aus zwei Platten und einer Originalplatte die unterschiedlichsten Werke rausgeholt. So kann man es eigentlich sagen. Und wenn man jetzt schaut, dass das eigentlich die Grundplatte ist, die weiße hier, daraus haben sie die anderen freieren gelben Formen entwickelt. Es sind eigentlich sehr hybride Formen, sehr technisch hergestellt, total perfekt und sind aus folgendem medizinischem Grundprodukt entwickelt worden, weil die beiden jungen Frauen mussten, um sich ihr Kunststudium zu verdienen, noch arbeiten und haben beide in einer Schraubenfabrik und in einer sogenannten Implantatenfabrik gearbeitet und haben ihre Erfahrungen dort am Förderband und überhaupt bei der Produktion dieser neuen medizinischen Hilfsmittel haben sie eigentlich jetzt umgesetzt in eine total künstlerische Sicht auf die neue Welt, kann ich fast sagen. Und das Interessante ist, dass sie, PALM heißt die Ausstellung, und PALM heißt ja auf Englisch oder auf Deutsch Handfläche. Und die Handfläche, weil es heute so viele Unfälle gibt beim Skateboarden, beim Skifahren, wo die Leute stürzen und sich dann die Knochen brechen und dann ganz eigentlich technisch schnell zusammengeflickt werden müssen, sind das diese Implantate, die benutzt werden, um diese Knochen wieder zusammen zu schustern. Und wenn man jetzt schaut, wie die beiden jungen Frauen diese Implantate frei formuliert, neu in so abstrakte Formen verwandelt haben, die man dreifach lesen kann. Einerseits als Originalplatte mit dem ersten Ausschnitt, dann der Ausschnitt als zweite Form und dann noch aus der zweiten Form noch die dritte Form. Also von der Platte zum quasi Objekt, zur Verteilung des Objekts auf der Wand. Also von dem her eine optimale Ausnutzung und Konzentration eines Prozesses, und zwar mit Hilfe von MDF-Platten. Die haben sie gelasert, also haben designt und lasern lassen. Und die andere Geschichte ist dann die Schrauben, die auch vergrößert quasi und gedrechselt wurden und in so schönen Formen eigentlich diese Objekte ergeben, die da an der Ecke der Wand stehen. Hinten dann, im hinteren Raum ging es weiter, da haben sie die Blister, das sind so kleine Plastikschalen, wo die ganz kleinen Schrauben oder größeren Schrauben sortieren, die gebraucht werden, um diese Schrauben quasi in diese Implantate mit den Knochen zu verbinden. Und die sind da hinten im hinteren Raum und dazu noch die Steine, die eigentlich für das Bad gebraucht werden, die diese Metallplatten schleifen. Und zwar, das muss man sich wie eine Waschmaschine vorstellen, die permanent schleifen. Also der ganze Prozess des Herstellens dieser Implantate bis zum quasi Knochenschlossern, kann ich fast sagen, ist hier künstlerisch verwandelt und in maximal minimaler Form mit dem Raum, quasi haben sie den Raum eingebunden damit.
Also das ist natürlich für das, was wir im Hebel zeigen, eine total passende Situation. Sie haben hier Innen-Außensicht, Sie haben die Wahrnehmung von den großen Schaufenstern draußen, da sehen Sie quasi diese sind fast Putzleteile, die man wieder zusammensetzen kann. Und Tag und Nacht sieht es ganz anders aus. Von außen sind sie ja weiß und von innen sind sie gelb. Und man hat alle Jahreszeiten, Tageszeiten und Morgen, Mittag, Abend, Nacht.